Oh, muss ich da jetzt? Okay, Baumschule. Alles klar. Ich bin sehr gespannt. Ich bin echt sehr gespannt, wie das Spiel ist. Übrigens, mit Ausrufezeichen Werbung kriegt ihr den Link zum Steam, zur Steam-Seite, wo ihr jetzt noch einen Rabatt abgreifen könnt. Ich glaube, bis zum 31. ist es noch im Angebot. Kostet roundabout 10 Euro. Und wir fangen jetzt an. Willkommen! Da du gerade das erste Mal Terrascape spielst, erklären wir dir kurz die Grundlagen, die du zum Meistern des Spiels benötigst. Solltest du bereits wissen, wie man Terrascape spielt? Nein? Überspring diese Hinweise. Wenn ich das jetzt... Okay, Tutorial anzeigen ist aktiviert. Okay, alles klar. Bewegen. Verschaffe dir zuerst einen Überblick über die Karte. Rechte Maustaste oder WASD? Boah, das bewegt sich voll flüssig. Mittlere Maustaste A, Punkt E und dann Zoom. Okay, der Zoom ist so stückchenweise quasi, aber ich finde, das bewegt sich voll flüssig. Oh, ich liebe das, wenn Sachen sich flüssig bewegen. In diesem Modus beginnst du mit einer limitierten Gebäudeauswahl. Verwende sie weise, denn du wirst keine weiteren erhalten. Okay, aber kein Stress. Ein guter Einfluss. Bei der Platzierung eines Gebäudes ist es wichtig, seine Reichweite und Einflüsse zu beachten. Ich sehe schon, das ist doch unterschiedlich zur Dorfromantik, was mir sehr gefällt. Also ich mag das ja nicht, wenn Spiele so sehr ähnlich sind. Aber es ist ein signifikanter Unterschied zur Dorfromantik da, das gefällt mir. Die Punktzahl eines Gebäudes kann durch das Biom, auf dem es platziert wird, und durch Ressourcen und Gebäude in seiner Reichweite beeinflusst werden. Welche Einflüsse deinem aktuellen Gebäude Punkte bringen, siehst du, wenn du den Mauszeiger über die Gebäudekarte bewegst. Okay, Moment. 1 ist die Reichweite, 2 ist Biom und 3 ist Ressourcen und Gebäude. Okay, merkt euch das bitte, das kommt im Test dran. Wenn du ein Gebäude ausgewählt hast, wird dir eine Vorschau seiner Reichweite angezeigt und welche Einflüsse sich darin befinden. Über dem Gebäude wird dir angezeigt, wie viele Punkte du insgesamt erhalten wirst, wenn du es an diesem Ort platzierst. Probiere es aus, indem du einen Bauplatz findest, der möglichst viele Punkte bringt. Platziere ein Gebäude mit einem Linksklick oder brich den Bauvorgang mit einem Rechtsklick ab. Sobald du ein Gebäude platzierst, erhältst du die in der Vorschau angezeigten Punkte. Alle Ressourcen, auf denen du das Gebäude gebaut hast, werden zerstört. Okay, also wenn ich hier bei den Bäumen irgendwas hin platziere, dann sind die Bäume weg. Logisch. Anhand der Plakette siehst du deine erreichte Gebäudewertung. Holz, Bronze, Silber, Gold oder Diamant. Die erhaltene Punktzahl eines Gebäudes wird nur einmal bei der Platzierung berechnet. Danach ändert sie sich nicht mehr, selbst wenn sich Einflüsse in seiner Reichweite verändern. Okay, also das bleibt dann einfach. Zwei verschiedene Gebäude beeinflussen einander oft nicht im gleichen Maße, daher kann die Reihenfolge, in der du sie platzierst, sehr wichtig sein. Du solltest auch die verschiedenen Gebäudereichweiten in deiner Strategie beachten. Das klingt nach einem Spiel, wo ich nachdenken muss. Wenn du über eine Karte gehst, kannst du den Recycle-Knopf nutzen, um nicht gewünschte Karten in Punkte einzutauschen. Okay. Um eine Herausforderungskarte abzuschließen, musst du mindestens die Bronzemedaille erreichen. Danach kannst du dich an der Silber- oder sogar der Goldmedaille versuchen. Viel Erfolg. Alles klar. Also ich habe hier Holzfäller. Ich habe das 6-mal. Wie war das oben rechts? War... Ich habe schon wieder vergessen, was oben rechts war. Ich weiß, links war das Biom und rechts, also hier unten drunter, das war, ich glaube, Ressourcen und sowas. Was ist oben rechts? Habe ich schon wieder vergessen. Hat sich das jemand gemerkt? Okay, Holzfäller erhält Punkteabzüge auf Unterholz und Gras und erhält Punkteabzüge von Wald und Holzfäller. Also, wenn ich jetzt zwei Holzfäller nebeneinander platziere, ist da minus 60. Also ist ein Abzug quasi, weil bringt ja nichts, zwei Holzfäller nebeneinander zu platzieren. Nee, ist zu warm. Fühle ich. Kann ich das hier nochmal anzeigen lassen? Das ist bestimmt irgendwie... Ah. Ah, jetzt verstehe ich auch diesen diese Anmerkung mit, es ist ähnlich zu Dorfromantik. Man kann das nicht frei platzieren, sondern auf solchen Sechsecken. Okay, da hätte ich dann 75 Punkte, 55 Punkte und das ist dann wahrscheinlich... Ah, okay. Hier sind überall 75 als höchstes. Dann wäre es doch eigentlich logisch, wenn ich das vielleicht hierhin platziere. Oder? Lasst mich nochmal schauen. Ja, doch, 75 ist das Höchste, was ich jetzt gefunden habe. Okay. Dann platziere ich das einfach mal hier hin, weil da ist überall Wald drumherum.
Ja, es ergibt natürlich Sinn, ne? Da ist eins, wo kein Wald ist und schon weniger Punkte. Zack. Kein Stress. Absolut kein Stress hier. Wenn du einen Fehler beim Platzieren machst, kannst du die letzte Gebäudeplatzierung rückgängig machen. Aber Vorsicht, Karten ziehen oder Decks auswählen kann nicht rückgängig gemacht werden. Okay. So, ja, wenn ich jetzt natürlich... Logisch, da ist minus 60, das würde sich dann halt überschneiden. Ah, ich verstehe. Ich verstehe das mit der Platzierung. Das habe ich, wie gesagt, schon wieder vergessen, was das ist. Das muss ich mir nochmal irgendwo angucken. Vielleicht wird das irgendwo nochmal gezeigt. Aber ich könnte jetzt... Ja, hier wäre natürlich logisch. Aber hier könnte ich das dann platzieren und dann hätte ich wieder 75. Weiß nicht, ob das so clever ist. Vielleicht sollte ich das hier drüben hin platzieren, dass wir an zwei verschiedenen Stellen Holzfäller haben. Da ist überall 10 drumherum, ne? Ja, überall eine 10. Okay, dann mache ich das da mal. Herausforderung angenommen. 100 Erfahrungspunkte, neue Bannerbordüre. Eine Belohnung, okay. Gut. Muss ich jetzt noch mehr Holzfäller platzieren? Was muss ich jetzt machen? Spiel abschließen? Nee. Das ist hier das Menü. Ja, wahrscheinlich war das jetzt so schnell so warm geworden, das Stepa. Also könnte ich mir vorstellen, dass es deswegen jetzt so gewittert. Ah, okay, hier kann ich diese Raster anzeigen lassen, wo ich Sachen platzieren kann. Das hier. Ressourcen. Ah, okay, verstehe. Das ist ja cool. Gebäude. Ja, Holzfäller. Bebaubare Felder. Ah, okay, hier kann ich nicht mehr bauen. Beziehungsweise hier halt allgemein nicht. Ist gut zu wissen. Was ist das hier? Synergien beim Bauen. Ah, okay. Verstehe. Das wäre negativ und der Rest wäre positiv. Okay. Muss ich jetzt einfach nur die ganzen Holzfäller da platzieren? Weil das wäre ja dann theoretisch da noch sinnvoll. Da und hier. Ja, 200 Erfahrungspunkte. Okay, gut. Das habe ich anscheinend schon geschafft. 450 von 450, du hast die Goldmedaille verdient. Easy. Hat jetzt zwar nur 7 Minuten gedauert, aber ich habe 6 Felder platziert und die habe ich echt gut platziert. Dann kriegen wir eine neue Sonderkarte. Okay. Nächstes bitte. Ach, deswegen hieß es auch Baumschule, weil ich die Holzfäller platzieren musste. Jetzt ergibt das alles Sinn. Okay, das nächste ist astreine Arbeit. Das Wort verfolgt uns. Okay, astreine Arbeit, Leute. Das heißt jetzt wahrscheinlich, das mit der Synergie zwischen Holzfäller und Sägewerk, nehme ich an. Punkte kriegt man, also ich denke mal, das Hellgrüne ist, dass es da halt viele Punkte kriegt. Viele Punkte gibt und das dunklere Grüne ist halt, es gibt Punkte, aber nicht so viele. Astreine Arbeit einfach, ich sag's euch, das verfolgt mich. So, 35, jetzt muss ich ja erstmal 45, 45, 45, da ist 25, das ist aber rot. Ja, ist nicht so gut. Und du hast es ja raufbeschworen, ey. Da hört man einmal dieses Wort und dann hört man es überall. Oh, 65! 75 ist hier, oha. Da ist auch 75, okay. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, meine Holzfäller müssen hier hin. Dahin. Und dann wahrscheinlich... Na gut, hier drüben bringt mir das nicht viel. Dann wahrscheinlich die beiden hier noch mit 65 und 70. Leute, wie kriege ich eigentlich das Steam-Interface ausgeschaltet? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Platziere das jetzt dahin. Und da 65 noch. Und dann brauche ich Sägewerke. Da ist 75, da ist 95, 105. Ja, aber wenn ich ja die 105 nehme, dann kann ich wahrscheinlich hier unten nur so ein, ne? Kann ich das testen? Es geht ja bis da runter. Und wenn ich das dann dahin platziere, dann überschneidet sich eh. Die Karte ist zu klein. Melli, wir haben gerade gesehen, dass du Phasmo gestartet hast. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, Melli. Ich habe mit dem Steam-Interface-Dingens jetzt auch Melli heraufbeschworen. Mach das mal mit 105. Ja, dann gibt es hier 60. Da gibt es 85. Guck mal, das ist gar nicht so schlecht.
Dann mache ich hier die 85. Ja, hier, guckt. Astreine Arbeit. Ja, super. War das auch die richtige Reihenfolge? Weil, also ich habe die maximale Punktzahl anscheinend gekriegt, aber war das auch die richtige Reihenfolge? Dass ich erst Holzfäller und dann die Sägewerke platziere? Das ist richtig, oder? Es scheint mir richtig zu sein, deswegen hätte ich jetzt vermutet, dass es richtig ist. So. Mein bestes Gebäude waren Holzfäller. Okay. Nächstes. Oh, ich bin voll gut in dem Spiel bis jetzt. 2 Level vom Tutorial geschafft und ich denke, ich bin gut. Was ist das nächste nach astreiner Arbeit? Behütete Siedlung. Okay. Punkte auf ländlich und aride. Abzüge auf Strand und städtisch. Was ist denn ein Megalith? Gebäudekomplex, Fluss, Hütten, Raubtier. Okay, also wir merken uns, bei Raubtieren keine Gebäude platzieren. 20. Ah, da ist 0 wegen dem Wasser. Minus 5. Warum jetzt minus 5? Weil da so viel Wasser ist? 20, 25. Hier, wartet. Wo ist hier? Die Synergien. Achso, okay. Welches war das denn jetzt? Da, die bebaubaren Felder. Ja, 10, 10, 10, minus 5. Ja, das höchste war hier schon mit 25. Hätte ich jetzt einfach hier 25 hin platziert. Und dann... Ah, ich verstehe. Okay. Da 25. Da 25. Dann gibt es da schon 30, seht ihr? 25. Was sind denn Arida? Für Logik ist es richtig. Okay, dann habe ich jetzt nicht falsch gedacht. Ins Sägewerk muss dann der Ast rein. Das ist halt wirklich so. Und das in der Mitte ist dreckiges Wasser und das ist gut, oder was? Nee, ich glaube, das ist... Also, da führt ja keine Brücke hin. Wenn ich da jetzt ein Gebäude platziere, die Leute, die da drauf sind, ist quasi wie ein Gefängnis. Die kommen da nicht wieder runter. Bei Raubtieren Gebäude setzen. Notiert. Ja, genau das merkt ihr euch natürlich wieder. So, ansonsten habe ich hier halt nur solche. Joko, danke schön für 6 Monate. Dankeschön. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ja, es ergibt natürlich dann Sinn, dass ich hier die Punkte weitermache. Aber muss ich das jetzt einmal hier drumherum setzen? Irgendwie wirkt das so. 15, 15, 20. Jetzt habe ich noch 2-mal Hütten. Und dann hier 20 und 25. Fusion. Du hast einen Gebäudekomplex entdeckt. Das sind große Strukturen, die entstehen, wenn du Gebäude in einer bestimmten Anordnung platzierst. Sie können allerdings nur gebaut werden, wenn es innerhalb der Grundfläche keine steilen Klippen gibt. Judge, hast du bei dem Spiel mitgewirkt? Du erhältst besondere Belohnungen, wenn Gebäude verschmelzen. Halte nach möglichen Kombinationen Ausschau. Okay, das hier ist ein Gebäudekomplex, Leute. Ich habe da... Hier sind 3 und da waren 2. Das ist wahrscheinlich einfach nur, weil es Wasser ist. Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass hier... Achso, steht sogar eine Erklärung. Das hier einfach, also ich hätte einfach gedacht, dass es ein cooler Platz ist, weil du hast dann einfach ein Haus am Wasser, aber gut, anscheinend mögen die das nicht so. Benötigte Gebäude und Belohnungen von Gebäudekomplexen werden im Glossar aufgelistet. Unentdeckte Gebäudekomplexe werden ebenfalls angezeigt. Du musst jedoch erst herausfinden, welche Gebäude dafür sind. So, das ist mein Glossar. Ein Langhaus. Es ergibt Sinn, dass das heißt, weil, dass das heißt... Dass das so heißt, weil dieses Haus ist ziemlich lang. Und dafür brauchen wir Hütten. Also die 4 Stück, die hier waren quasi. Okay, cool. Was ist hier? Achso, wir haben da die... Da entdeckst du die Hütten entdeckt. Okay. Ressource entfernen. Achso, kann ich da hier dann... Achso,
Also das kann ich nicht entfernen, logischerweise. Ich kann hier das Wasser wegmachen? Das ist halt die Frage, was soll ich denn jetzt hier entfernen? Ich mach das ja mal weg. Okay. Ja, Judge, wie hast du das vorhin gesagt? Ich hab's heraufbeschworen. Ich denke, du warst es, oder? Es hätte von jedem anderen auch kommen können, aber dir traue ich das auch zu. Von Sturmfluten ohne Damm oder Teich möchte ich auch nicht so nah am Wasser wohnen. Das ist ein Argument, Stepa. Das ist wirklich ein Argument. Guck mal, Leute, schon wieder eine Goldmedaille. Ey, ich bin so gut in dem Spiel. Ich bin immer noch im Tutorial, aber ich bin so gut. Aber ich finde bis jetzt... Also, ich hatte Sorge, dass es zu ähnlich zu Dorfromantik sein würde. Aber es ist halt durch diese Sechsecke... besteht diese Ähnlichkeit. Ansonsten ist es halt einfach komplett verschieden. Und ich mag das. Melli, danke für den Lurk. Viel Spaß bei Phasmo. Wenn du aufhörst, Phasmo zu spielen, sehen wir das, glaube ich, auch. Also, ne? Wir erwarten dich dann danach wieder hier im Chat. Okay, wir haben... Andrea, beste Terrascape-Spielerin EU-West. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Ich bin Naturtalent. Manche sterben auch im Tutorial. Ja, bisher gab es jetzt zumindest noch keine Leute. Also jetzt gibt es hier Tiere. Und zwar wild. Wofür stehen die Sterne hier nochmal? Okay, wir haben Holzfäller und Förster. Jetzt ist halt natürlich die Frage, in welcher Reihenfolge sollten wir die platzieren. Da ist Wald, hier ist 40. Da ist Wald und hier ist 40. Auch so eine gute Aussage. Was ist mit denen? Die haben halt überall 40. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass ich erst die Förster platzieren muss und dann die Holzfäller, oder? Weil erst Bäume, dann Fällen. Also wahrscheinlich dann... Ah, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Wenn ich jetzt... Hier zum Beispiel... Ne, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt hier das platzieren wollen würde und ich würde hier drumherum jetzt die Förster setzen. Ich würde es mal probieren, was das bewirkt. So, und dann, guck mal, 95. Mein Plan ist aufgegangen. Zwei Jäger machen ein Wettrennen. Was derjenige, der als erstes ins Ziel kommt, da fehlt wahrscheinlich ein Verb, sagt, Förster. Jetzt kann ich das wahrscheinlich... dahin packen. Und mit dem hier... Ja, 95, das ist halt die Frage. Da kann ich das ja hinpacken. Dann überschneidet sich das aber so ein bisschen. Rindenwahnsinn vor allem. Wobei, hier ist 45. Halt jetzt schon. Wenn ich das jetzt hier drumherum baue... Nee, da ist 55. Ja, wahrscheinlich, weil da schon eins ist, oder? Ich hätte jetzt das hier genommen und hier drumherum gebaut. Um mal zu gucken, wie es funktioniert. 105. Ja, easy. Achso, ich habe noch zwei Holzfäller. Hier ist 70 und da kann ich nicht platzieren. Ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht. Kann ich da noch welche? Eins konnte ich noch, okay. Ja, 85 habe ich dann hier... Ja. Da ist noch 55. Ja, das wäre dann noch am besten. Ich glaube, das wird kein Gold. Nee, ich habe 680 von 700. Silber. Was hätte ich denn anders machen können? Kann ich das hier nochmal Karte ansehen? Da ist das Gebäude. Ich hätte das wahrscheinlich hier drüben noch ein bisschen rüberziehen können, oder? Wo ist jetzt nochmal das Feld für... Es geht weiter. Ist das hier? Temporäres Signal, Blaupause. Ah, okay. Ich will das nochmal machen. Ja. Ich hoffe, das fängt jetzt nicht von ganz vorne an.
Okay, Rindenwahnsinn nochmal. Ich fand den Anfang gar nicht so verkehrt hier mit den Dingern, aber vielleicht... Ja, aber dann sehe ich, wo ich nicht bauen kann. Dann machen wir es eben so. Wenn ich jetzt... Hier kann ich ja nicht bauen. Nee, müsste... Moment. Wenn ich hier baue... Nee, da kann ich nicht bauen. Hier kann ich auch keine Förster machen. Wo hätte ich denn noch anders bauen können? Wo kriege ich denn noch 20 Punkte her? Wenn ich... Nee, Moment. Holzfäller. Ja, da habe ich dann aber hier den Felsen. Wenn ich jetzt hier drumherum baue. Ich versuch's mal. Schlimmer kann es ja nicht werden. Also kann es schon, aber... ne? So. Da hätte ich dann... 30. Nee, das wirkt auch nicht richtig. Oder die dürfen sich nicht überschneiden, dass ich da noch mehr Punkte kriege. Ja gut, da kann ich nicht bauen. Wenn ich jetzt hier baue... Nee... Nee, da kriege ich dann auch nur 70. Da habe ich noch weniger Punkte. Also mein erstes war schon gut. Nee, mit Silber bin ich nicht zufrieden. Wir finden das noch raus, wie das funktioniert. Also. Vielleicht ist mein Ansatz aber auch der falsche. Ich muss das nochmal anmachen, damit ich hier sehe, wo ich nicht bauen kann. Aber hier kann ich auch nicht bauen. Das ist ja blöd. Ich kann halt nur... Nee, hier kann ich nicht bauen. Also die hier sind raus. Das heißt, die muss ich jetzt irgendwie... Nee, da kann ich ja natürlich auch nicht bauen. Das ergibt keinen Sinn. Hm, wobei, vielleicht aufs große Ganze betrachtet... Ich würde mal was testen. Dann hätte ich da 70. Und das würde sich ja dann nicht überschneiden, ne? Hätte ich da auch 70. Achso, ich kann nur eine. Okay, verstehe. Gut, so viel zu dem Thema mit dem Testen. Ja, dann hätte ich da 70, 70. Und da 105. Also die können sich ruhig überschneiden anscheinend. Und dann habe ich noch zwei. Und wenn ich das jetzt hier mache? Nee, ist auch nicht genug. Hm. Einmal probiere ich es noch. Meine 680 war halt schon gut, aber das geht noch besser. So, wir haben... Eigentlich. Oder ich muss erst alle Förster platzieren und dann die Holzfäller. Das Gefühl, die hier muss ich nutzen. Da kann ich ja keine Förster bauen. Das ergibt auch keinen Sinn, weil ich da nichts bauen kann und hier auch nicht und da auch nicht. Das heißt, es muss sich alles hier abspielen. Es ist wahrscheinlich wirklich nur die Reihenfolge, wie ich es baue. So, dann wären das hier 70. Wenn ich dann hier unten vielleicht noch baue... Nee, da kann ich halt auch nicht. Kann ich halt auch nur die 3 machen. Wenn ich das hier mache... Wären 85 und das hier wären... Oh, ich habe einen Wald. Platziere diese Ressource weit auf einer freien Fläche oder einem Fluss ohne Wald.
Also hier quasi zum Beispiel. Okay. Habe ich das nur einmal? Oh, wo wäre das jetzt am logischsten? Also vier Wälder aneinander, also viermal Bäume aneinander ergibt Wald. Ja, da würde ich nämlich einen hin platzieren wollen. Hier, hier und hier auf jeden Fall. Platziere das mal dahin. So. Und dann... Ja, da dann vielleicht noch. Kriege ich hier noch irgendwo einen Wald hin? Ich glaube nicht. Da kann ich auch einen Förster hin platzieren. Okay, das heißt da, da, da. Ja, wenn ich das da platziere, habe ich 690. Also irgendwas habe ich jetzt schon wieder verkehrt gemacht. Mir fehlen 10 Punkte. Nee, 680. Mein Mathe ist auch nicht mehr das Beste. Gut, wir machen erstmal das nächste. Mal gucken. Bei so viel Wald läuft man ja bei jedem Schritt in den Ast rein. Wow. Uiuiui, wir haben ein Fischerboot. Fahren Fähren. Punkte auf Meer und See. Punkte für Fisch und Abzug von Fischerboot. Okay, die kann ich da platzieren. Verstehe. Wir haben 6 Stück davon. Ist der sogenannte Holzweg. Das Problem ist halt... Also hier sind natürlich überall 60. Das ist halt in dem Sinne schön, aber ich habe 6 Boote, die ich platzieren muss. Und die kann ich ja nicht nebeneinander platzieren, dann gibt es Abzüge. Das sind 45, 30, 15, da sind 15 und hier sind 55, 40, 25. Moment, wenn ich hier eins platziere... Und ja. Hier sind überall nur 10. Gut, ich habe gerade gecheckt, dass ich die auch außerhalb von diesen Feldern da platzieren kann. Gut. Ja. Können wir das nochmal neu starten? Weil ich dachte jetzt wirklich, ich muss die auf diesen Dingern da platzieren. Der Humor des Chats ist wirklich astrein. Ja, finde ich auch. Finde ich gut, dass ihr keine Holzköpfe seid. Na, wenn das so ist, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Das sind 75, das sind 90. Ja, komm, nochmal. Das kriege ich besser hin. Okay, Fischerboote. Hier ist 90. 90. Da sind 60. Da sind 85. Da sind nochmal 85. 85. So, ich habe noch zweimal Fischerboote. Da sind 75. 75. Aber ich finde es toll, dass die Punkte vorher angezeigt werden. Aber ich glaube, die beiden 75er muss ich mitnehmen. 75 und 75. Und damit 500 Punkte. Ja, easy. Wenn man einmal gecheckt hat, auf welchen Feldern man das platzieren kann, easy. Wir reden nicht über die Bäume von gerade eben. Der hustende Baum leidet unter Asthma. Wow. Hallo Freak, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Okay, wir haben Sammlerhütte. Wie viele Baumwitze wollt ihr heute machen? Ja. Okay, Sammlerhütte. Punkte auf Gras und Aride. Abzug auf ländlich und städtisch. Okay, also ist ja klar, Sammlerhütten brauchen wir jetzt nicht in der Innenstadt.
Punkteabzug von Gebäudekomplex, Bärenbüsche, Fluss, Sammlerhütte und Raubtier. Also die Sammlerhütten, die bringen auch gegenseitig ein paar Punkte. Raubtiere nicht so. Okay, dann haben wir Hütten. Die kriegen auch Punkte auf Sammlerhütten und Holzfällerhütten. Und andere Hütten. Holzfäller. Königlicher Wald. Oha, wo ist denn ein königlicher Wald? Habe ich hier irgendwo einen königlichen Wald? Oder ist das jetzt einfach nur eine Anmerkung für später? Ich habe das Gefühl, ich muss auf jeden Fall so ein Langhaus irgendwie bauen. So ein Gebäudekomplex hinkriegen. Das hier sind wahrscheinlich die Bärenbüsche. Ja, genau, das sind die Bärenbüsche, die hier sind. Das heißt, die Sammler, die müssen da in die Nähe. Ah, da sind Raubtiere. Oha! Moment, lasst mich ranzoomen. Es sind Blocker. Ich hätte gesagt, es sind Wölfe. Gut, da wollen wir nicht hin. Da ist ein Vogel. Was ist hier? Wildressource. Ach so, das... Aride. Ah, verstehe. Okay, das sind Aride hier. Gut. Sammlerhütte gibt 10 Punkte. Der Gebäudekomplex gibt 25. Einmal trinken, dankeschön. Bau denen ein Haus und es ist ein Blockhaus. Also... Moment, was war hier? Ja, Aride gibt da Punkte. Ich hätte jetzt hier versucht, so einen Gebäudekomplex hinzubauen. Ich möchte nochmal nachgucken. Gebäudekomplex waren so... Ja, so 4 aneinander. Okay. Das sind 60 Holzfäller. Jetzt ist halt wieder die Frage, in welcher Reihenfolge muss ich das bauen? Königlicherweise sind halt immer Wälder. Aber habe ich ja nicht. Wir probieren es erstmal. Ich fange mit den Hütten an. So. Zack, Gebäudekomplex. Okay. Langhaus. So, dann... Ach nee, das würde ja hier nicht passen. Das würde hier nicht passen. Kann ich hier... Ich weiß nicht, ob sich das verbindet. Ich will es mal probieren, wenn ich hier noch so einen Gebäudekomplex hinbaue. Verbindet sich das dann? Nee, wir haben jetzt 2 Langhauskomplexe. Okay, hätte schlimmer sein können. Die Sammlerhütten, da ist ja... So gibt es da minus 10. Gibt es da keine Punkte auf Gebäudekomplex? Anscheinend nicht. Anscheinend habe ich das falsch verstanden. Oh, da steht ja 25. So. Vielleicht habe ich das falsch gebaut. Wir testen uns ja noch ein bisschen aus. Okay, hier gibt es 0 Punkte. Also ich muss die hier schon in der Nähe platzieren. Das Problem ist halt, ich müsste die eigentlich hier... in den beiden Bereichen, damit ich die alle abdecken kann. Weil, oh Gott. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja ein komischer Sound für das Spiel. Und die muss ich ja auch irgendwie unterbringen. Hätte ich da und dahin platziert. Dann das dahin. Oha, das hier gibt 50 und das gibt da 35. 50. Und dann hätte ich halt nur noch die Hütten. 30. Da sind 40. Das Positive ist ja, dass sich das im Nachhinein nicht mehr ändert. Also die Punktzahl. Vielleicht noch eine Zweigstelle da rechts. Wenn ihr so weitermacht, nehme ich euch die Witze weg.
Wenn da plötzlich Regeneratoren auf der Karte auftauchen, haben die Macher Humor. Ey, dann, ich glaube, ich würde weinen. Also dann würde ich, glaube, wirklich weinen. Da gibt es 40 Punkte. Guck jetzt erstmal, wie viele Punkte ich kriege, wenn ich das halt auf den Plätzen mit den höchsten Punktzahlen platziere. Das ist doch da blöd, oder? Hm. Jetzt 30. Jetzt habe ich noch zwei. Ja, dann müsste ich die beiden 25er da mitnehmen. Die beiden. Oh, guck mal, 635 von 620. Ich habe sogar noch mehr Punkte gekriegt. Ja, ich kann auch Ressourcen entfernen, aber ich weiß halt nicht. Mach mal das hier weg und mach mal das weg. 635 von 620 Punkten. Ich bin besser, als das Spiel erlaubt. Freak ist zu 12% einer Dumpfhacke, Markus zu 29%. Also heute halten sich die Prozente in Grenzen, muss ich sagen. Und Tron, Hallöchen noch dir. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. 88%. Ja, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Tron, tut mir leid. Also, der Bot meint es anscheinend nicht so gut mit dir. So, wir haben jetzt Jagdhütten. Jägermeister. Ach so, okay. Hier sind dann... Ah, verstehe. Ja, Leute, merkt euch, man muss es nicht auf diesen Feldern platzieren. Da sind anscheinend Wölfe. Hier sind 85 Punkte. 115 Punkte. Oha, also das ist schon... Den Platz merke ich mir hier irgendwo. 95. Wie viel habe ich? 3 Stück. Wenn ich jetzt... Ja, dann nehme ich die da oben mit. 115. Ich mache es einfach mal. Das Blöde ist halt, hier sind jetzt... Schaffe ich doch nicht, oder? Wenn ich jetzt hier die 85 mitnehme... Hier sind überall 0 Punkte. 35, 55, ja, 85 ist da das Höchste, was ich jetzt gesehen habe. Wenn ich das da platziere, wie viel fehlen mir da noch? 80. Wo kriege ich denn jetzt 80 Punkte? Ja. Easy. Sehr gut. Next one. Sehe ich da Dynamit? Ich habe da Dynamit gesehen. Holzauge sei wachsam, ja, ja. Ey, wenn allein schon das Tutorial so Spaß macht. Wie viel Spaß macht dann die Kampagne quasi? Fischreuse, Fischerboot und Fischerei. Punkte auf See oder Meer, logisch, auf Fisch, aber nicht auf Fischreuse. Achso, auf andere, logisch, ergibt es dann. Fischerboot, auf Fischreuse gibt es Punkte und auf Fisch. Von da auf Strand. Und Fischerei. Ja, ist ja klar. Also, ich glaube, wir können uns grundsätzlich merken, dass dieselbe Kategorie an Karte nie in einer Nähe sein darf. Also jetzt nicht zwei Fischereien nebeneinander. Okay, womit fängt man da jetzt am besten an? Mit der Fischerei? Ah, sie haben ja gesagt, das ist, die Reihenfolge ist wichtig. Da ist 85. 30, 45. Ich kann ja mal... Nee. Fischerboot. Gibt es da jetzt noch extra Punkte? Fischreuse 20 und... Ah, okay, verstehe. Weil guckt mal. Hier steht bei erhält Punkteabzug von... steht das Fischerboot nicht dabei. Das heißt, ich sollte erst die Fischreusen platzieren und dann das Fischerboot, nehme ich an. Ich guck mal. Wartet. Wenn ich das jetzt... Gut, hier sind zum Beispiel 25. Und da sind 40. Wenn ich das jetzt hier platziere, habe ich da 60. Okay, ich habe es richtig verstanden. Und hier ist... Fischerboot gibt Punkte und Fischreuse gibt auch Punkte. Das heißt, wenn ich das da hin platziere... Guck mal, da kriege ich gleich 110 Punkte. Das Spiel hat ganz schön viele Verästelungen.
Wird es jemals aufhören mit diesen ganzen Astwitzen und Baumwitzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr findet das ziemlich astrein mit den Witzen. So, 40, 40, okay. Wo sind hier noch Gewässer? Da sind noch Gewässer. Ich habe noch zwei Fischreusen. Ja, dann gibt das hier am meisten Sinn. Um dann das hier zu platzieren. Ja, 170 einfach, Leute. 170 Punkte. Ja, da wäre halt die Frage gewesen, ob sich das nicht gelohnt hätte, wenn ich hier noch weiter gebaut hätte. Warte, ich nehme das mal wieder zurück. 40. So, mit 40. Guck mal, 180. Moment, ist die Karte weg? Wenn ich die letzte Gebäudeplatzierung rückgängig mache? Ich glaube, dann ist die Karte weg. Gibt's 25, 35? Gibt's 100? Na komm, hier. Riverdance vor allem. Ich mag den Namen der Kapitel. Baumkuchen hätte ich auch gerne. Wir klopfen auf Holz, dass alles klappt. Sag dazu gar nichts mehr. Man kann die umsortieren. Ja gut, das kann ich jetzt nicht testen, weil ich habe nur Sammlerhütten. Sammel sie alle. Das ist von Pokémon. Okay. Wie war das dann nochmal? Nicht bei Raubtieren, nicht ländlich und nicht städtisch. Hier gibt es 30. Wenn wir nur eine Karte zur Verfügung haben, ist ja eigentlich relativ easy, weil ich dann nur gucken muss, wo gibt es die meisten Punkte. Glaube ich. Baumkuchen bekomme ich eventuell am Wochenende. Oh, ich bin ein bisschen neidisch. Nur nicht zu wenig Punkte, sonst musst du in den Knast rein. Ich weiß halt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich finde es interessant, dass die Sammlerhütten quasi Bonuspunkte geben. Und ich habe 8 Stück, wenn ich das jetzt... Wo gibt es denn hier noch mehr Punkte? Da gibt es 55. Die 55 sind schon die höchsten mit. Da gibt es 60, 70, 70. Weiß nicht, ob das so... Achso, platziere Beerenbüsche. Okay, auf ein leeres Feld kann ich jetzt noch Beeren platzieren. Wäre ja nur da, aber... So kann ich das da nicht platzieren, warum nur da? Warum ist dieses Feld hier nicht leer? Achso, weil da Wild drauf ist. Okay, verstehe. Weil ich hätte jetzt sonst die beiden hier vielleicht noch platziert. Weil hier hinten, das ergibt ja natürlich keinen Sinn, weil das ist ja natürlich alles rot. Aber hier ergibt halt auch keinen Sinn, weil da ist halt nur einmal und ich kann halt nur zwei Büsche platzieren. Ansonsten wäre das... Hier oben kann ich auch nicht platzieren. Bleibt ja nur noch das hier. Aber das geht halt, wenn ich das da platziere. Dann nochmal 75. Jetzt habe ich noch 3. Ich habe gerade mal 80. Ich brauche noch 170 Punkte. Mit 2. Das schaffe ich nicht. Nee. Hier 55 ist das höchste. Da kann ich 110 Punkte kriegen, aber nicht 170.
Oha. Da hat sich... Ich kann noch mehr Bärenplüsche, vor allem Bärenbüsche platzieren. Aber wo kann ich die hinsetzen? Ja, da ein Strand, aber bringt mir das was? Da habe ich 30. 110 brauche ich halt noch. Aber ich glaube, da oben der Strand ist der einzige Ort, wo ich noch Büsche platzieren kann. Und da unten halt, aber da sind Raubtiere. Dann mache ich das mal hier hin. Ja, 45. Nee. Nee, das ist nur Bronze. Ich habe nicht mal Silber gemacht, das nochmal. Die Reihenfolge, in der du sie platzierst, kann sehr wichtig sein. So, wir haben Sammlerhütten. Das Problem ist halt, dass hier wirklich... Die 60 Punkte sind halt echt schon das Höchste. Vielleicht gehe ich aber auch komplett falsch ran an die Sache. Probier's mal erst mit dem hier. Das habe ich vorhin, glaube ich, auch so gemacht, oder? Dann... Hier drüben ergibt ja überhaupt keinen Sinn, hier was zu bauen. Hier kann ich ja nichts platzieren. Und 55. Das sind nur 30. Jetzt ist halt die Frage, ob ich jetzt hier die 50 oder immer die 55 damit. Da die 55. Nee, ich glaube nicht, dass das was wird. Nee. Lass mich doch mal hier reingucken. 3 sind eine Obstplantage. Und dann kriegt man das da. Okay. Gut, das muss ich mir merken. 3 nebeneinander ist eine Obstplantage. Ich kann ja halt auch... Ja, nee, da kriege ich halt auch nicht entsprechend die Punkte. Aber das Platzieren gibt auch Punkte. Das ist auch schon mal positiv. Wir haben zumindest schon mal Silber... Nee, keine Medaille. Ich wollte gerade sagen, das sieht ziemlich silber aus. Machen es nochmal. Für den Knast müssen sie schon mehr auf Kerbholz haben. Auf dem Kerbholz haben. Zieht ihr das jetzt durch mit den Baumwitzen? Wenn man einem künstlichen Baum die Zweige richtig verbindet, dann sagt man, passt rein. Wow. Ja, dann mache ich hier jetzt... so eine Plantage mal draus. So. Jetzt habe ich da diese Büsche bekommen. Dann hätte ich jetzt da platziert. Und da. Und dann 85. 80. Und 50. Und wenn ich jetzt... Nee, da geht es nicht. 85 und 60? Ja, 555. Ja, ansonsten kann ich hier halt nur 15 Punkte holen. Viel mehr bringt das halt nicht. Also 570 Punkte kriege ich hin, also Bronze. Mir fehlen einfach nur 10 Punkte zu Silber, das kann doch nicht wahr sein. Da muss ich woanders anfangen?
Aber ich habe das Gefühl, ich muss das hier machen. Weil woanders kann ich doch nicht diese drei aneinander verbinden und kriege noch dafür Punkte. Hier ist nur 30. Nee. Da kann ich nicht bauen. Und da sind halt... Okay. Vielleicht muss ich es in anderen Reihenfolge machen. 60, 65, 55. 65. Nee, das bleibt gleich. So kommst du auf keinen grünen Zweig. Nee, die Punkte bleiben anscheinend. Moment, da 70. Ah. Stehe. Stehe. Wenn ich das jetzt hier platziere, habe ich da 85. Dann muss ich das so machen. Habe ich da 60 jeweils. Und da 75. Da habe ich nochmal 80. Da. Glaub nicht, dass ich das hinkriege. Und 30. Ich weiß halt nicht, wohin mit diesen beiden Beerenbüschen. Die kann ich ja nur da oben hin platzieren. Da unten geht es nicht. So und so vielleicht. Und dann... So. 595. Das sind 5 Punkte an Gold vorbei. 5. Also wir kommen die Sache, der Sache näher. Er tut alles für die Baumkrone. Ja. Ey, 5 Punkte, Leute. Das kann doch nicht sein, dass ich da... Einmal probiere ich es noch. Im Süden am Berg hättest du auch einen Busch platzieren können, wenn du die drei ersten verbindest. Unten am Berg, im Süden am Berg. Meinst du den, das da? Ich glaube, da kann ich nichts hin platzieren. Das ist ja Süden und Berg. Ah. Das verändert sich. Okay, Moment. Stimmt, da kann ich noch einen platzieren, aber bringt mir das was? Vielleicht muss ich auch woanders anfangen. Da kriege ich 55 dann. Und 85 hier. Wie komme ich denn da jetzt ran? Vielleicht muss ich da woanders. Woanders anfangen. Das sind zumindest 55 Punkte. Also ich krieg ja nur 2 von diesen Dingern hin. Vielleicht muss ich wirklich auf der anderen Seite anfangen. Moment. Kann ich da das platzieren? Okay. Oh, Moment. 600 Punkte. Okay. Christosius, Hallöchen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ja, easy, Leute. Easy. Nee, dass das Feld sich verändert, das habe ich nicht gesehen. Da muss ich mal ein bisschen näher drauf achten, was sich da tut. Dorf Platz machen. Okay, wir haben Brunnen und wir haben Siedlungen. Brunnen kriegt auf ländlich und aride Minus. Erhält Punkte von Hütten, Obstplantage, Langhaus, Megalith und Hütten. Okay.
die kriegen keine Punkte auf, ja, auf Brunnen. Das heißt, ich werde zuerst die ganzen Häuser platzieren müssen. Aber hier sind doch Ariden, ne? Nee, ländlich. Okay, ich check den Unterschied zwischen Ariden und ländlich noch nicht ganz. Oder sind Aride hier direkt an den Klippen? Nee, verstehe ich noch nicht ganz. Kriegen wir aber hin. Langhaus. Das war ja vier so nebeneinander. Ich versuch's erstmal. Der erste Try ist immer so ein Mal-Gucken-Ding. So ein Mal-Gucken, was wir machen können. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Kriege ich da schon 55 Punkte. So. Und dann 1, 2, 3, 4... So vielleicht. Und dann kann man hier noch. So. Ja, ich kann auch Ressourcen entfernen. Stimmt, ich kann ja Ressourcen entfernen. Um das Obst zur richtigen Zeit zu ernten, gibt es die Obstplantage. Wow. Also Ressourcen entfernen gibt keine Punkte. Ich kann auch nicht alles entfernen. Ich habe noch drei. So, und jetzt noch ein paar Ressourcen auslöschen. Okay, es wäre keine Medaille. Machen wir nochmal. Erstmal ein bisschen auf den Busch klopfen. So, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ich die Hütten zuerst platzieren muss. Die Frage ist halt nur, wo. Es gibt halt überall nur 10 Punkte, wobei da gibt es 30. Hier gibt es auch 30, da gibt es 35. Wenn ich hier anfange. 35. Drumherum gibt es so gut wie nur 30. Bis dahin. Das gibt dann hier aber nur weniger Punkte. So. Nee, ich glaube, das wird nicht. Nee. So nicht. Moment, kann ich hier noch irgendwas entfernen? Nee. Nee, jetzt brauche ich noch 100 Punkte und das kriege ich nicht hin. Ich da 30 machen könnte und 25. Nee, es reicht nicht. Also Bronze kriege ich hin, aber... Nee. Jetzt machen wir nochmal.
frage mich halt, wie man dieses andere Wasser in diesem Dingens hier ist, noch kriegt. Also, nee, wie heißt das? Dieses Megalith. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Okay, also. Vielleicht sollte ich hier, wenn ich Ressourcen in Fernfall geschaltet habe, das hier wegmachen und das hier hin machen? Nee, Ressourcen ist doch nicht, dass der Fluss weggeht. Der ist doch nicht weggegangen. Das heißt, da kann ich ja so oder so nicht bauen. Ein Fluss gibt auch noch Bonuspunkte. Hm. Ach, das ist der Brocken. Okay. Ich dachte schon, das wäre eine Erweiterung von diesen Häusern und ich muss da irgendwas zusammenbauen. Okay, das ergibt dann natürlich Sinn. Ja, weil... Ja, gut. Ich habe das Sorgen mit den Häusern assoziiert. Okay, 35 Punkte ist ja das Höchste. Hier unten gibt es... Da gibt es 15, 10, da gibt es Minuspunkte. Hm. Ich habe das Gefühl, ich muss da anfangen. Dann gibt es da ja auch 35. Die Landhäuser machen alles drumherum ländlich, das hilft auch. Also ich muss Langhäuser bauen. Das Problem ist halt, wahrscheinlich... Nee, Moment. Kann ich mit Ressourcen entfernen dann nicht das hier wegmachen und krieg dann da Punkte? Hm. Ja, da muss ich dann halt erstmal diese Langhäuser bauen. Mist, dann müsste ich entweder hier das bauen, damit ich das hier habe. Oder ich muss das hier unten bauen, aber da unten gibt es halt nicht so viele Punkte. Ja, weil wenn ich jetzt hier baue, dann wird das ja nicht hier zu einem langen Haus. Da bräuchte ich halt schon das. Das heißt... Es gibt halt hier nicht so viele Punkte, wenn ich das jetzt hier hinsetze. Ich probiere es erstmal. Wenn ich jetzt die Ressource entferne, gibt es immer noch 0 Punkte. Okay, das hat sich also nicht geändert. Aber da gibt es jetzt 40. Jetzt gibt es da 5. Jetzt. Jetzt auch noch 55. Nee. Ich glaube, ich schaffe schon wieder nicht die 600 Punkte. Jetzt hier. Nee. 15 Punkte fehlen. Also es war schon besser, aber es war immer noch nicht gut. Ja gut, ich kann auch Ressourcen entfernen, aber das bringt mir jetzt nicht wenig, was die Punkte angeht. Okay, wir wiederholen nochmal. 15 Punkte sollte doch machbar sein. Kannst du Gebäude rotieren, aber bringt mir das was, wenn ich Gebäude rotiere? So. Die haben... Nee. Ich brauche Langhäuser. Ich glaube, das ist uns allen klar. Das ist nur Deko, okay. Lass mal sehen. Ah, okay. Gut. So sieht es dann aus, wenn man das rotiert. Ich hätte jetzt schon wieder hier oben angefangen, weil es 35 Punkte gibt. Aber vielleicht kann ich die 35 auch noch steigern, wenn ich das clever anstelle. Mal kurz gucken. Ja, dann sind es da 40 Punkte. Wenn ich jetzt... Dann sind es 45. Ich entferne da mal eine Ressource. Also bisher brauchte ich das ja nicht. Ja gut, dann kann ich da auch nicht bauen.
Gut. So, Brunnen wären 40 Punkte dort. Ich kriege dann auch einen Bonus. Wenn ich jetzt nicht den da platziere. Nee, dann müsste ich das hier unten. Nee. Und links neben dem Stein, da sind zwei Unterholzflächen. Das hier, ne? Wenn du daneben das Langhaus baust, werden die ländlich. Ich muss das mal genauer in Betracht, also betrachten, was sich verändert, wenn ich so ein Langhaus baue. Also wenn ich jetzt quasi, das gilt ja dann wahrscheinlich für das hier auch. Ja, Unterholz. Und das hier dann auch. Wenn ich jetzt nur mal testen. So. Ja, dann ist das ländlich. Und das hier dann auch. Das hier ist dann noch Unterholz. Ist das immer noch Unterholz? Ja. Gut. Da wären es 40 Punkte. 30, 20, 10. 25, 40, 40. Könnt ihr jetzt 30 machen? Ich mache erstmal hier oben. Das würde dann aber halt wieder ein Langhaus kreieren. Könnte ich da 40 Punkte kriegen? Das ist hier ländlich. Und da ist Strand. Der Strand ist halt für Hütten jetzt nicht so das Beste. Wenn ich das jetzt da platziere und dort. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt hier die vier Häuser platziere, wird das dann auch ein Langhaus? Weil da ja eine Klippe ist. Es wird dann kein Langhaus, oder? Da stand ja irgendwas mit einer Klippe. Dass es nicht an Klippen funktioniert. Okay. Schade, Schokolade. Und das hier gibt Minuspunkte. Das heißt, das wäre auch nicht so klug. Habe ich ja nur noch das hier drüben. Probier's mal. Es gibt da wieder Minuspunkte. Da kann ich ja nichts entfernen. Nee. Bräuchte 105 Punkte. Wenn ich mir jetzt die Sachen raussuche, wo ich am meisten Punkte kriege, wären es 30, 60, 85. 85 Punkte könnte ich noch kassieren. Sachen verkaufen? Da bin ich im Tutorial noch nicht. Ich glaube, mir wurde noch nicht gesagt, dass ich Karten verkaufen kann. Ich habe die bis jetzt einfach immer verwendet. Kann ich denn Sachen verkaufen? Unten links auf der Karte. Unten links auf der Karte ist nichts. Wahrscheinlich kann ich das laut Tutorial noch gar nicht. Deswegen muss ich die jetzt. Achso, rechts. Ah, recyceln. Oha. Mit 85 Punkten fehlen mir noch 5. Ah.
Ach, Menno. Habe ich nicht vorhin eine von diesen Ressourcenkarten verwendet? Ich habe doch eine verwendet, ich hätte die verkaufen können. Ach, Menno. Ja, aber zumindest weiß ich jetzt, dass ich die Dinger verkaufen kann. Das waren die 5 Punkte, die mir fehlen. Mensch, das machen wir jetzt nochmal. Es muss doch auch ohne verkaufen gehen. So. Wir fangen jetzt nochmal an. Wir hatten das hier gebaut. Das. Ja, da waren 40. Und dann jede 15. So. Dann hatten wir das. Dann 45. Dann... Es ist halt die Frage... Anna sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist wahr. Das ist sehr wahr. Die Frage ist halt jetzt, muss ich oder sollte ich jetzt die 35 und dann die 20... Ich platziere mal da. Dann gibt es ja wieder 5 Punkte mehr. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, dass ich nicht zuerst die hohen Punktzahlen... Moment, das war... Wie teuer war das? 20, oder? 20. Na gut, dann kriege ich da halt 25. Ne? Das ist ja jetzt, glaube ich, gesprungen, ob ich jetzt zuerst das oder zuerst das mache. So. Das hier. Hier gibt es 40 Punkte. Und hier 20, 25. Dann nehme ich das hier mit. Dann gibt es da 55 Punkte. Glaubst du, hatte ich das vorhin ja auch gemacht? Da sind 25, 25. Nee, irgendwas hatte ich anders gemacht. Irgendwas ist hier falsch. Ich glaube, ich habe das Langhaus hier woanders platziert gehabt. Ich glaube, ich hatte da eine Lücke oder so. Das wird doch jetzt schon wieder nicht funktionieren. Ich sehe es schon kommen. Mensch. Wenn ich da 25, 25, 20, 25... Nee, es wird nicht funktionieren. Ich hätte mir die Karte von gerade eben nochmal angucken sollen, Mensch. So. Wobei, doch, wenn ich jetzt... Guck mal, da 45. Und dann kann ich die hier recyceln und zack. Habe ich die Punkte. Nice, nice. Goldmedaille. Also ganz ehrlich, das mit dem Sachen verkaufen, das hat mir die Punkte gerettet. So, nächstes Tutorial. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie das hieß. Backfisch angeln. Okay, Muschelzucht, das ist neu. Hält Punkte auf Meer und See, okay. Gebäudekomplex, Fischfluss, Fischreuse, Fischerboot. Okay. Und das Fischreuse. Achso, da gibt es auch Punkte auf Muschelzucht. 10 Punkte auf Muschelzucht. Und da 5 auf Fischerboot. Das heißt, erst Fischreuse, dann Muschelzucht und dann die Fischerboote. Okay, das ergibt Sinn. So, 55 Punkte, 25. 55. Ich habe das Gefühl, 55 ist das höchste. Wie viel habe ich davon? 4 Stück. Okay. Dann mache ich da eins. Da eins. Da. Und dort. Dann Muschelzucht. Da ist 55. Wie viel habe ich davon? 4 Stück. 55. Das dahin platziere. Da ist 55. Achso, die beeinflussen sich nicht gegenseitig. Okay, das ist gut zu wissen. Hier ist 60. Moment, oder...
50, 40. Ja, ich glaube, das wird auf die 55 da unten hinauslaufen. Ja. So, und jetzt die Fischerboote. Ich glaube, die 90 hier, die kann ich mitnehmen. Okay, ich kann Fische platzieren. Auf einer freien Wasserfläche. Da ist 80. Da kann ich doch dann bestimmt 110 draus machen, ja. Oha, da ist was passiert. Stimmt, das habe ich jetzt überhaupt nicht für voll genommen, was ist da passiert. Ist das so ein Angeldings? Ein Flößerdorf. Oha, ein neues Gebäudekomplex-Dingens. Cool. Was muss ich dafür machen? Da. Okay, einmal Fischreuse, einmal Muschelzucht und einmal ein Fischerboot. Cool, cool. Und dafür kriege ich dann Fische platzieren, vor allem Fische platzieren. Kann ich das woanders nochmal machen? Hier irgendwo? Gibt es extra Punkte dafür? 125. Sorry, aber die nehme ich mit. Die 125 Punkte, die nehme ich doch locker mit. Tja, wie viele brauche ich denn jetzt noch mit dem einen? Jetzt brauche ich noch 100 Punkte. Ja, gut. War wohl doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ja, da kriege ich 60 Punkte, aber halt nicht mehr. Oh, ich hätte das... Ich hätte das hier unten hin platzieren können. Dann hätte ich da vielleicht mehr als die 100 Punkte gekriegt. Aber es ist interessant zu wissen, dass das geht. Naja, so da sind 60 das höchste. Hier sind nochmal 75. Da sind 95. Schaffe ich das mit 95? Nee, oder? Doch, genau mit 95. Eieieiei. Hä, das ist ja cool, dass es da solche Dinger gibt. Das ist ja nochmal komplexer als Dorfromantik. Okay. Nächstes. Hier muss man echt nachdenken, aber es gefällt mir. Was ist das nächste Level? Biene Gaia. Also ich finde, der Mitarbeiter, der sich die Levelnamen ausgedacht hat, der verdient eine Gehaltserhöhung. Biene Gaia. Okay, wir haben jetzt Sammlerhütten und Imker. Imker, Obstplantage, Königlicher Wald, Langhaus, Bärenbüsche, Wald. Und... Ja. Beeinflussen die sich nicht gegenseitig? Bärenbüsche, Fluss, Sammlerhütte, Raubtier? Nee. Kein Imker. Okay. Anscheinend beeinflussen die sich echt nicht. Gut. Dann... Ja, die Sammlerhütten und die Bärenbüsche. Wo sind hier Bärenbüsche? Da. Biene Gaia, irgendwie glaube ich langsam, die Entwickler stammen hier aus dem Chat. Ja, wer von euch hat an dem Spiel mitgearbeitet? Wer hat mir den Key geschickt? Sagt's mir. Könnt ruhig ehrlich sein. Okay, wir haben 3 Imker. 90. Die haben aber auch Bonus auf Bärenbüsche. Aber die haben noch mehr Bonus auf Bärenbüsche. Hier gibt es 75. Da gibt es zweimal 75. Was war das nochmal von den Bärenbüschen? Okay, 3 nebeneinander. Wenn ich das jetzt... So... Dann kann ich noch mehr Bärenbüsche platzieren. Da gibt es 60. Da gibt es immer noch 60. 45. Dann gibt es da 75. Oh, sehe ich da gerade die Entwickler hier im Chat? Hallöchen. Kann man dir eine Beere aufbinden? Aber bitte Erdbeeren. Ich mag Erdbeeren.
Bitte keine Eisbären, dankeschön. Da sind 75. Da könnte ich doch theoretisch, wenn ich hier noch ein Dingens platziere. Ja, 90. Das klingt doch schon mal gut. So, dann machen wir da 90. Nehme ich da die 50 mit. Und dann die. Muss ich die 35 mitnehmen, aber ich kann wieder Büsche platzieren. 400 von 920. Ich habe so ein bisschen, also mich beschleicht ein bisschen das Gefühl, dass ich das vielleicht. Wobei. Oh, das gibt Punkte. Der Imker gibt Punkte. Okay. Moment, Bärenbüsche. Ich habe noch zwei Sammlerhütten, die ich irgendwo unterbringen möchte, unterbringen muss. Dann kann ich ja hier theoretisch die 75 mitnehmen. Und ja, welche von den 50ern? Hm. 150. Ich glaube, das ist im Endeffekt eigentlich egal, solange wie ich nicht das hier nehme. Wenn ich das dahin platziere. 140, 135. Eieiei. Beeinflussen die sich gegenseitig? Nee, oder? Nee, das war es nicht. 100. Vorher die Büsche. Gute Idee. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich jetzt hier den Imker platziere, dann kann ich da nochmal Büsche hin platzieren. Ja, dann habe ich da nochmal höhere Punkte. Und dann. Soll ich es erstmal machen? No risk, no fun. Die 155 Punkte nehme ich jetzt erstmal mit in dem Try. Okay. Jetzt fehlen uns noch 225 Punkte. Das sollte doch machbar sein. Da sind 125 Punkte. Wir merken uns das mal. 100, 135, 150, 145. Bietet noch jemand mehr? Bärenstark, absolut. Gab es nicht ein Level, was so in der Art hieß? Wo wir die Bären das erste Mal platziert haben? Oh, ich kann hier keinen Bärenbusch platzieren. Das ist ja doof. Das veraltet jetzt gerade meinen Plan, mehr als 150 Punkte an der Stelle zu holen. Ja, dann nehmen wir die erstmal mit. Wobei, ich hätte die ja auch hier in dem Umkreis platzieren können wahrscheinlich. Wartet. Wir nehmen das nochmal zurück. Wenn ich das jetzt dahin platziere, 160. Na, guckt mal einer an. Und das sind nochmal 150. Na gut, jetzt ein bisschen weniger. Wie viel fehlen mir noch? 50 Punkte. Ach komm, die kriegen wir jetzt locker hin. Und jetzt klicke ich einmal falsch und zack, habe ich irgendwo nur 30 Punkte und dann ärgere ich mich. Ja, aber so wie es aussieht, egal wo ich es jetzt platziere, ich krieg die Punkte. Er kommt hier. Tada! 1020 Punkte. Nice. Eieiei. Und noch eine Goldmedaille. Nächstes. Okay, Biene Gaia haben wir geschafft. Wie heißt das nächste Level? Bin gespannt. Verzweigte Sache. Ich sag doch, derjenige, der sich den Namen ausgedacht hat, der kommt hier aus dem Chat. Irgendwer hat gewusst, dass ihr Baumwitze macht. Ihr könnt es ruhig zugeben. Okay, wir haben jetzt. Hatten wir das Sägewerk schon mal? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber Holzfäller. Nicht neben Holzfäller, aber neben Förster. Förster hat. Ist egal für was, ne? Förster ist wahrscheinlich das erste, was ich platziere. Und Sägewerk neben Förster oder Holzfäller. Ja. Also platziere ich eigentlich zuerst die Förster. Sägewerk minus 55, ja, okay. So. Und dann erstmal die Reihenfolge. Zuerst Förster, dann Holzfäller und dann Sägewerk. Ergibt Sinn. Erst die Bäume, dann abholzen, dann verarbeiten. Okay. Wenn ich jetzt. Da kriege ich 50 Punkte. 45. Ich hätte jetzt spontan
hier und hier was gepflanzt. Wir gucken mal. Ja, dann kriege ich da 80 Punkte. Klingt schon mal ganz gut. Da kriege ich 55. Ich habe immer noch nicht so ganz raus, ob sich die hier überschneiden dürfen, wenn ich das hier und das hier platziere. Weil das überschneidet sich ja quasi im Wirkungskreis. Und da würde ich jetzt 55 kriegen und dann immer noch 55. Also anscheinend macht das nichts. Da wäre dann halt die Frage, mache ich das hierhin und dorthin und mache hier nochmal so ein Försterdingens hin? Oder mache ich das hier einmal rundrum zu? Okay, das ist dann schon ein bisschen größer. Ich könnte natürlich auch... Moment. Ich könnte natürlich auch hier rum zumachen. Das wäre dann natürlich so ein bisschen mehr... Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal Holz. Wobei, es heißt ja, dass die Punkte, die einmal gegeben wurden, halt nicht wieder weggehen. Das heißt, wenn ich jetzt das hier zumache und ich setze hier dann den Holzfäller hin und dann hier das Sägewerk, bleiben ja die Punkte vom Holzfäller. Dann brauche ich halt nicht diese Punkte vom Förster verschwenden. Wir probieren es erstmal. Erster Versuch in dem Level. Es ist erstmal Zeit zum Ausprobieren. So, dann kommen hier die beiden Holzfäller hin. Okay, dann könnte ich hier theoretisch das nächste machen. Dann kommt da der Holzfäller hin. Ich habe 4 Holzfäller und dann hier unten, oder? Ergibt das Sinn? Kann ich das da... Kann ich nicht platzieren. Ergibt keinen Sinn. Und hier... Nee, da funktioniert das wegen dem hier nicht. Und ich habe auch nur noch 2. Aber wenn ich jetzt... Den Sumpf bekommst du weg durch einen Trick. Ich will das mal kurz selber probieren. Und dann, wenn ich keine 980 Punkte kriege und am Verzweifeln bin, dann könnt ihr mir helfen. Okay, hier drüben, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also es spielt sich schon alles hier ab. Hallöchen, lalalu, ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Backseat Gaming auf Bestellung dann, ja. Das auf jeden Fall. Einmal Backseat Gaming, dann in den Warenkorb und dann... Passt das schon. Ich habe nur noch 2, das heißt, wenn ich jetzt... Hier einen Holzfäller hinsetze und... Nee, Moment. Was war mein Plan? Da, da und da. Ja, nee, dann brauche ich ja die 2 für das letzte. Wenn ich das dann... dahin platziere und hier... Das so drumherum. Oder... Nee. Mein Tag war auch gut. Ein bisschen warm, aber gut. Moment, ich kann doch auch hier oben dann noch Holzfäller platzieren. Da habe ich dann noch genau 2 Felder. Wir probieren es mal. Wie gesagt, erster Durchlauf. Zeit zum Testen. So, dahin. So, und jetzt brauchen wir die Sägewerke. Mir fehlen noch 400 Punkte. Mich beschleicht das komische Gefühl, dass ich das nicht schaffe. 90. Ich sehe es schon wieder. Komm, wir werden 10 Punkte oder so fehlen. Das sind 95. Wenn ich das jetzt dahin platziere. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. 90. Dass die aber auch so einen großen Wirkungsbereich haben. Mensch. Jetzt brauche ich noch... Nee, das schaffe ich nicht. Ich habe noch 2 Sägewerke und das schaffe ich nicht. Wenn es immer noch nicht klappt, heißt es dann Exit Gaming. Ich weiß gar nicht, ob ich zwischendurch mal speichern muss. Muss ich speichern? Ah, wahrscheinlich, weil es Tutorial ist, muss ich das jetzt nicht machen. Nee, 60 Punkte, 70 Punkte. Ich sehe nichts, was jetzt höher als 70 ist. 50. Nee.
Okay, ich habe 1000 Erfahrungspunkte bekommen. Und der Rest gibt jetzt Minuspunkte. Hey, da ist noch 70. Nee. Also 900 Punkte kriege ich, aber keine 980. Das mit den Sägewerken ist komisch. Neuer Waldrekord. Wir machen es nochmal. Also, den Anfang, den ich da gemacht habe, den fand ich gar nicht so schlecht. Napfi, welche Sprache ist das? Hallo Napfi, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Okay, Förster. Also wie gesagt, den Anfang fand ich gar nicht so schlecht, dass ich hier quasi angefangen habe. Wobei... Nee, das ist schon... Also das hier hätte ich wieder so gemacht. Oder? Spanisch. Ich kann kein Spanisch, Napfi. Da verstehe ich nur Spanisch. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Das waren ja vorhin auch schon nur 10 Punkte. 40. 40. Und dann gibt es da 85. Na gut, jetzt habe ich das halt schon platziert. Man kann ja nur eins rückgängig machen. Vielleicht sollte ich an einer anderen Stelle anfangen. Kann ich das Level nochmal wiederholen? Ja. Ich hoffe, das wiederholt jetzt nur das eine Level. Haus ist langsam am Runterkühlen, immerhin etwas. Oh, ich bin ein bisschen neidisch. Hier ist immer noch sehr warm. Oder es liegt an den Lichtern. Es kann auch an den Lichtern liegen. Wahrscheinlich liegt es an den Lichtern. Aber es ist noch sehr warm. Wenn ich hier drüben anfange, guck mal mal. 65. Was ist da? Platzierer mal 80. Ist das nicht genau dasselbe, was ich vorhin gemacht habe? Da mal 55. Muss halt irgendwie da ein paar Sägewerke reinkriegen. Weiß halt nicht, ob das Sinn ergibt, wenn ich dann hier unten vielleicht... Nee, das kann ich da nicht platzieren. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Ja. Ich komme mir dezent getrollt vor. Vorhin hat es sich richtig nice abgekühlt und jetzt steigen einfach gegen Abend die Temperaturen wieder. Guck einfach nicht aufs Thermometer. Das ist meine Devise. Ich merke, es ist warm und es reicht mir zu wissen. Ich bin aber sehr froh, dass es morgen wieder ein bisschen kühler wird. Also diese Hitze ist absolut nichts für mich. Was habe ich denn dahin gebaut? Da ist der Förster, ne? Ja. Das hat so ein riesiges Wirkungsgebiet. 25, aber das bringt mir ja nichts. Warte, Sägewerk hat Holzfäller und Förster. Also primär Holzfäller. Ich müsste wahrscheinlich am Anfang erstmal schauen, wo ich diese Sägewerke platziere, damit die sich nicht überschneiden. Und damit die trotzdem so viel wie möglich mitnehmen. Ich glaube, der Platz hier wäre ganz gut. Dann hier oben einer und da unten einer. Und wenn ich das hier zum Beispiel platziere, dann überschneidet sich das nur ein bisschen mit dem. So, ich habe 4 davon. Oh, das ist schon gut schwierig. Vor allem bei der Hitze. Das Spiel sieht ja schon interessant aus. Ausrufezeichen Werbung und du kommst direkt zum Steam-Shop. Und kannst dir da angucken. Das ist noch bis zum 31. reduziert, glaube ich. Also auf jeden Fall noch ein paar Tage. Null. Man soll ja den Sumpf hier in der Mitte wegkriegen. Ist das die Lösung des Rätsels? Ist halt nur die Frage, wie kriege ich diesen Sumpf weg?
Lalalu zu 24%, deine Dumpfbacke, Napfi zu 41%. Also ganz ehrlich, heute ist der Bot gut drauf, glaube ich. Heute sieht es nicht so schlimm aus für euch und für mich. Sumpfbacke vor allem. Sumpfbacke ist ja auch passend. Weil wenn ich hier sehe, 55. Moment, lasst mich das mal kurz testen. 85. Wenn ich das jetzt dahin packe, sind 90. Es fühlt sich nicht richtig an. Was sind das? Und dann die 85. Und mir fehlen trotzdem noch 400 Punkte. Das heißt, ich müsste jetzt hier mit den Dingern jeweils 100 Punkte kriegen. Nee, das ist... Erinnert mich ein bisschen an Dorfromantik. Ja, Steam sagt es auch. Sagt, du hast dieses Spiel gespielt, also Dorfromantik. Deswegen wird dir das bestimmt gefallen. Und es ist tatsächlich von diesen, von der Platzierung mit diesen Sechsecken ähnlich. Es sind halt nur mal Sechsecke. Aber das Ganze drumherum ist einfach komplett anders. Also das ist viel strategischer als Dorfromantik. Und hat halt mit diesen Karten, es ist halt anders. Aber dieser Puzzle-Aspekt, ja, der ist halt ähnlich. Aber es ist wirklich viel strategischer. Also wo man Dorfromantik einfach anmacht und man platziert so ein paar Kästchen und guckt, was draus wird, habe ich das Gefühl, hier muss man richtig nachdenken. Ich brauche mal mehr, ich brauche mehr Karten. Dann kriege ich auch die Punkte, aber so. Schwierig. Da habe ich 90 gesehen. Nee, das ist auch nicht die Lösung. Ja, 60 ist das Höchste, was ich noch gesehen habe. Und da 80. Nee, 925. Also ich bin schon besser geworden, aber ich habe noch nicht mal Bronze. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ah, da steht das mit dem Recycle-Knopf. Man muss nur mal die Hinweise lesen, die da stehen. Okay. Aber ich bin doch mit meiner Reihenfolge Förster, Holzfäller, Sägewerk bin ich doch richtig. Das hättet ihr doch genauso gemacht, oder? Ja, das hier meinst du, ne? Ist das hier mit den Decks oder... Naja. Da sehe ich ja nur die Sachen, die ich schon freigeschaltet habe. Und ich habe jetzt, was Holz angeht, habe ich noch nichts freigeschaltet. Gleich meinen Holzfäller im Wasser platziere mit dem Arbeitsauftrag Fels in der Brandung. Wow. Ich habe halt nur das hier mit den... Okay. Es ist warm draußen, Leute. Ihr müsst mir verzeihen, wenn ich doof bin. Okay, hier kriege ich überall 40 Punkte. Ich versuch's mal hier. Oh mein Gott, ey, einfach königlicher Wald. Und königlicher Wald gibt natürlich extra Punkte. Jetzt kann ich irgendwo nochmal königlicher Wald platzieren. Das ist jetzt ganz random. Ich will einfach nur mal gucken, ob es irgendwie funktioniert. Wenn ich da nochmal einen königlichen Wald habe. Und dann kann ich halt nochmal Wald platzieren. Hätte ich da 75? Dann könnte ich zum Beispiel da nochmal Wald platzieren. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Wartet. Nee, da kann ich nicht.
Schieb mir die Verpeiltheit auf den Sommer. Ja, machen wir einfach mal so, okay. Ist nicht so, dass ich immer so bin. Wir schieben es einfach auf den Sommer. Also ich kann mir nochmal einen Wald platzieren. Ah. Ich habe das Gefühl, das ist schon besser als vorhin. 65. Kann ich das hier noch irgendwo? Nee, wenn ich das jetzt dahin platziere. 75 habe ich da. Also soll sich Gott sei Dank ein bisschen abkühlen. 24, 25 Grad reichen aber auch hin. Absolut. Also mir ist es vollkommen recht, wenn wir jetzt irgendwie die letzten Wochen des Sommers einfach permanent 25 Grad hätten. Voll fein für mich. Da sind 90. Jetzt brauche ich noch 135. Ja, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber wir sind schon mal näher ran. Alles über 30 Grad ist hart unangenehm, das stimmt. Da macht es doch einfach keinen Spaß mehr rauszugehen. 65. Ich brauche noch 70. Wahrscheinlich nicht die Musterlösung, aber wir haben zumindest Gold. Sehr nice. Ich und mein Holz. Nächstes. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Puzzle-Dingern es gibt. Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf, das stimmt. Nassholz. Oha, guckt euch das bitte mal an. Oh, jetzt wird aber meine Strategie hier gefordert. Okay, Werft. Flößerdorf. Ich brauche ein Flößerdorf. Markus, für einen kleinen Moment dachte ich, das wäre ein Spiel, was du meinst. Brandsimulator hatte ich zuerst gelesen und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist ein Spiel für mich, aber es ist kein Brandsimulator gewesen, den du meinst. Also theoretisch schon, aber also wahrscheinlich schon, ich weiß nicht genau, wie das, ne? Einfach ein Brandsimulator. Okay, wir haben 2 Holzfäller, 4 Förster, ein Sägewerk, 5 Fischreusen, 3 Fischerboote, 2x Muschelzucht, 2x Fischerei und eine Werft. Brandsimulation, Sims neuer Spielstand. Napfi, ich weiß nicht, ob du es auf Instagram mitbekommen hast, aber ich habe einmal geteilt, dass ich Sims gespielt hatte. Und nach einer Minute hat der Futternapf von der Katze angefangen zu brennen. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Und ich hatte damit auch nichts zu tun. Fischerei ist da... Achso... Fischreuse 10 und Muschelzucht 20. Fischreuse 10, Muschelzucht 20. Muschelschucht vor allem. Wie? Ich habe keine Ahnung, Napfi. Es hatte auch einfach die Deckenlampe angefangen zu brennen. Das ist einfach... Also bei Sims... Nee. Nee. Das nehme ich einfach hin mittlerweile. Okay, Fischreuse ist da 20 und Muschelzucht. Mann, ich kann Muschelzucht nicht aussprechen. Was ist das denn? Das ist jetzt einfach die Muschelschucht. Wenn ich Muschelschucht sage, dann wisst ihr, was ich meine. 20 und 10. 10 und 5. Das heißt zuerst die Muschelschucht. So. Vielleicht war Chili im Napf. Das ist bestimmt auch ganz gesund. Also, das... glaube ich ganz, ganz fest, dass es sehr gesund ist, für eine Katze Chili zu essen. Also, absolut. Das wird kein Problem sein. Wie war das nochmal mit diesem Flößerdorf? Da. Muss das in der Reihenfolge oder ist es egal, in welcher Reihenfolge ich das mache? Also muss ich jetzt die Muschelzucht oben hin machen, das Boot unten und die Fischreuse daneben oder ist es Hauptsache, ich habe die?
Bestimmt ist es Hauptsache, ich hab die. Platziere das mal da. Fischerboot. So, und dann die Fischreise. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es falsch gemacht. Es fühlt sich noch nicht so ganz richtig an. Ein Dieb, der Muschel klaut, ist ein Muschelschuft. Ja, und ihr werft 55. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal diese Kombination hinmache. Ja, wartet mal. 25, 55. Ist das normal, dass das... Oh. Ich sollte das nicht da auf diesen Fischen platzieren, sehe ich gerade. Sondern bei den Fischen. Ich will nochmal neu starten. Mal wiederholen. Weil ich meine, ich hätte das links auf den Fischen platziert. Ich kann zum Beispiel Schnittschutzhandschuhe nicht aussprechen. So geht's mir mit dem professionellen Wort für Umriss. Ich kann, also wenn ich das ein paar Mal lese und ein paar Mal versuche auszusprechen, dann funktioniert es irgendwann, aber ich könnte es jetzt nicht aus dem Stegreif aussprechen. Also zuerst die Muscheln. 35 Punkte. 60. 35. Jetzt sind da 60. Warum sind da jetzt 60? Ach, weil ich da einmal Fisch weggenommen habe. Aber wenn ich das nicht hierhin mache, dann muss ich ja einmal Fisch wegnehmen. Nee, Umriss kann ich aussprechen, aber das professionelle Wort, dieses mit S am Anfang. Umriss kann ich aussprechen, lalalu. Also ich meine, ihr müsst mir jetzt nicht super viel zutrauen, aber das könnt ihr mir zutrauen, dass ich Umriss aussprechen kann. Nee, das funktioniert dann auch nicht. Nee, das sind auch zu wenig Punkte. Ich komme hier bei den Fischen nicht weiter. Ich muss doch hier... warte, vielleicht kriege ich es hingeschrieben. Ich... Warte. Wird das so geschrieben? Ich weiß nicht, ob das so geschrieben wird. Bin mir nicht sicher. Nee, Quatsch. Die Fischreuse, die... Wobei, die gibt auch Pluspunkte. 35, 40, 80. Timmy, danke für den verschenkten Sub. Ohne L wird das geschrieben? Ach so, und das zweite Elder. Ja, seht ihr, ich weiß nicht mehr, wie es geschrieben wird. Weil ich das Wort nicht aussprechen kann. Einfach frech. Einfach frech, Timmy. Triggert es euch auch, dass sie Umriss immer falsch ausspricht? Herr Menno. Ihr seid schon manchmal ein bisschen gemein. Das kann ich ja nicht machen, weil ich dann hier dieses Dreieck nicht zusammenkriege. Ah, ich probiere es erstmal. Vielleicht gibt das in dem Gesamten einfach mehr Punkte. Löserdorf, Fischreuse. Die Werft. Hm.
Fischerei. Fischerei gibt da auch Punkte. Ich versuch's einfach mal. Wie gesagt, erster Versuch. Also eigentlich der zweite. Aber, ne? Wir probieren es einfach mal. So, ich kann jetzt nicht nochmal diese Boote da machen. Kann aber noch Fische platzieren. Das heißt, ja, das wäre ja der einzige Ort hier, wo ich dann noch Fische platzieren kann. Dass ich hier noch zwei Fische platziere. Und da eine Fischreuse rein. Und dann hier. Und noch eine Fischreuse rein. Der Fischerboot ist da. Oh, guck mal, 125. Oha. Ja, die 125 Punkte nehme ich mit. So, dann haben wir noch eine Fischerei und noch eine Fischreuse. Wenn ich die jetzt dahin packe. Ach nee. Fischerei ist ja an Land. Da 150. Und die Werft. Die wirft hier am meisten Punkte ab. Okay. Ja, Lalalu, eigentlich ja. Das Problem ist aber, immer wenn ich dieses Wort sehe, vergesse ich das. Ich versuche dann das H mitzusprechen und dann klingt es, das klingt einfach grauenhaft. Oder was zum Essen? Ein Fischerei. Oh mein Gott. Joko, oh mein Gott, ey. Okay, wir haben ein Sägewerk. Um jetzt mal vom Thema abzulenken mit dem Umriss. Das muss ich wahrscheinlich hier irgendwohin platzieren. Und irgendwie 40, 40, 40. Ja, hier sind überall 40 Punkte. Moment, ja. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das so mache, 80, 80 und dann hier 115. Guck mal. Einfach Gold. Einfach Gold. Ist ja goldig. Judge, du hast dann L vergessen. Deswegen kann ich jetzt den Namen leider nicht vorlesen für den verschenkten Sub, weil der ist falsch geschrieben. Judge, danke auch dir für den verschenkten Sub. 219 Stück. Wow. Timmy hat 291 und Josh hat 219. Ihr habt einfach die letzten beiden Zahlen verdreht. Nächstes, Leute. Nächstes. Boah, wir sind so gut. Okay. Vielleicht gibt es noch jemand, der falsch geschrieben heißt. Safe. Vollkorn. Also ich nehme an, ich brauche zuerst die Weizenfelder und dann die Windmühle. Ja, ergibt Sinn. Oh, königlicher Wald gibt sogar minus 20 Punkte. Wow. Okay. So, ich habe eine Windmühle und 18 Felder. Ja, ich nehme einfach an, ich muss das alles vollkleistern. Timmy, danke schön für den verschenkten Sub an falsch geschrieben. Und Judge, danke für den verschenkten Sub an falsch geschrieben, aber falsch geschrieben. War das Absicht, Judge? Also ich würde jetzt, wie gesagt, erstmal alles vollklatschen. Und dann mal gucken, ob das mit den Punkten ausreichend ist. Nee, hab mich versappt. Moment, da kann ich noch das dann noch dahin platzieren. Nein, dann geht es nicht. Okay. Da kriege ich aber 340 Punkte. Achso, da ist noch ein Feld. So. Habe ich damit Gold? Ja, guck mal, perfekt. Ist die Schnapsflasche gut gefüllt, dann nennt man das Vollkorn. Wo nehmt ihr die ganzen Sprüche her?
falsch geschrieben, hat es falsch geschrieben. Ja, der Arme. Er dachte sich wahrscheinlich so, oh mein Gott, mein Username ist noch frei. Vor allem, du hast Flash geschrieben. Du hast falsch geschrieben und noch falsch geschrieben. Okay, Blocker entfernen. Funktioniert nicht mit Flüssen, okay. Und Steinbruch. Ja, okay. Kein Steinbruch in der Nähe vom Steinbruch. Was kann ich damit entfernen? Ah, okay. Was ist eigentlich das Ziel von diesem Spiel? Ich check's immer noch nicht. Ich habe gerade gesehen, wie das Level heißt. Vergiss Stein nicht. Das ist quasi so das Tutorial und wir lernen jetzt gerade erstmal kennen, wie das Spiel funktioniert und dann spielen wir die Kampagne. Aber theoretisch ist es noch das Tutorial und bis jetzt müssen wir einfach nur Gold kriegen. Vor allem nur, sag ich, ne? Nur. Als ob das jetzt so einfach wäre. 50, 40, 40, wenn ich das jetzt hier wegmache. Guck mal, dann kriegt man da 85. Da sind auch 85. Oh, wartet. Wenn ich das jetzt zum Beispiel wegmache. Ne, 75, okay. Hab ich getäuscht. Platzier's da wieder. Ihr seid auf einem guten Subway. Hier sind 95. Da sind nochmal 85. Ich habe mich jetzt erschrocken. Lalalu, danke schön für den verschenkten Sub an Synterius und das Auslösen des Hype Trains. Das ist halt die Frage. Wo lohnt sich noch ein Steinbruch? Brauchen wir 170 Punkte. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das funktioniert nicht. Das sind nochmal 75. Also noch 95 Punkte. Wo soll ich denn jetzt 95 Punkte herkriegen? Nee. 75. Elefanti, Hallöchen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ah, nee, das darf man nochmal machen, das Level. Das gibt ja keine Punkte, wenn ich da was abreiße. Nee. Nochmal. Also Steine geben mehr Punkte als die Felsen. Wenn ich hier so drei nebeneinander platziert. Ja, wenn ich das jetzt hier entferne, dann ist es ja. Nee, dann wird es kein Stein. Lalalu, danke schön für den verschenkten Sub an Elefanti, danke schön. Aber den Terra Escape gedattet. Wie findest du es bis jetzt? Ich versuche das jetzt erstmal so. Die drei hier. Weil das wirkt zumindest jetzt auf den ersten Blick so, als wäre das richtig. Da sind 85. Ja, das wirkt alles, als wäre es richtig. Ja, bis jetzt. Jetzt fehlen mir wieder meine 160 Punkte. Da sind 75. Habe ich gerade genau dasselbe gemacht wie vorhin? Ich habe doch genau dasselbe gemacht wie vorhin, oder?
Aber wenn ich das hier entferne, dann kriege ich nochmal 60 Punkte. Das hier könnte ich jetzt noch recyceln und dann fehlen mir noch 15 Punkte. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden Dorfromantik und dieses Spiel zum gleichen Zeitpunkt entwickelt und ich finde, dass Terrascape das bessere Dorfromantik ist. Oh, ich finde, beide Spiele haben eine Daseinsberechtigung. Also Dorfromantik ist so ein Spiel, das werfe ich mal an, um mal 10 Minuten so eine Runde zu spielen. Um mal so ein bisschen einfach Sachen zu platzieren und hier muss man halt mehr nachdenken und mehr strategisch vorgehen. Aber ich finde beide Spiele gut. Haben beide ihre Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Bei Dorfromantik gibt es weniger Steine. So, wenn ich jetzt hier das hier entferne, hole ich mir da 60 Punkte. Da würde ich mir auch 85 holen. Judge, danke schön für den verschenkten Sub an Steine. Danke schön. Lalalu, danke schön für den Community Sub an Zommi. Danke schön. Aber das hier unten, das wirkt einfach so richtig, dies hier so zu platzieren. Das wirkt einfach richtig. Haben beide 2019 angefangen, aber die ich kann auch nicht mal lesen heute. Tukana Jungs und er sind sehr toll. Ich finde halt auch, dass die beiden Spiele, bis auf das mit den Sechsecken und dass man da Sachen platzieren muss, auch wenig gemeinsam haben tatsächlich. Was ich richtig gut finde. Beide sehr gechillt. Hier ein bisschen mehr Strategie und ein bisschen mehr konkret so mit Punkten. 75. Wenn ich jetzt das hier noch kaputt mache, dann kann ich da 75 holen. Ja, das hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. War noch 100. Kann ja mal ein 100er Feld aufploppen? Lalalu, danke schön für den verschenkten Sub an Bitfall Studios. Dankeschön. Nee, also. So komme ich nicht weiter. Oh mein Gott, das ist doch. Leute, ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Ich hab's gerade gesehen. Steine bringen mehr Punkte als Felsen. Nee, Moment, das ergibt gar keinen Sinn, was ich jetzt im Kopf hatte. Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier die Steine wegmache, aber wenn ich Steine wegmache, dann sind da ja, also der Felsen, dann, ne? Gut, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Jetzt dachte ich, ich hätte die Erlösung für dieses Level gefunden. Und dann war es einfach nur ein falscher Gedanke. Ja, wenn ich ein Dingens wegmache, wird es kein Stein. Das wäre halt einfach ein bisschen zu easy gewesen. Das Brettspiel zum Beispiel habe ich nicht. Also, da weiß ich nicht, ob mir das gefallen würde. Aber so als PC-Spiel immer so abends mal so in 10 Minuten, wie gesagt, einfach mal ein bisschen, ja, zu spielen. Oder nee, da sind halt die 15 Punkte. Wenn ich das hier wegmachen würde, würde ich da oben mir die 10 Punkte haben und das da. Das hier unten wirkt so richtig. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. War doch nicht der rettende Steinfall, das stimmt. Also mit dem hier oben komme ich noch nicht so ganz klar, aber das hier unten wirkt richtig. Das war kein Steinfall, das war ein Reinfall. Ja. Ha. Jetzt muss ich hier oben Punkte holen. Wie viele brauche ich denn noch? Zu viele.
Ich habe heute dank Terrascape vergessen, Wäsche zu machen. Ich war so vertieft und da war es schon 20 Uhr. Oh no. Und dann kannst du es ja morgen früh direkt machen. Ich habe die heute Nachmittag noch gemacht. Einfach vorsichtshalber. Lalalu, danke für den verschenkten Zap an Reihenfall. Dankeschön. Ich hoffe, du meinst damit nicht mein Stream. Das hier wirkt halt auch richtig, wenn ich das da platziere. Das kann doch nicht sein, Leute. Wenn ich jetzt da die 75 Punkte hole, da kriege ich 10 zum Verkaufen. Das heißt, da könnte ich noch 20 Punkte rausholen. Nee, das ergibt keinen Sinn. Jetzt wäre das höchste 50. Markus, danke schön für 120 Bits. Dankeschön. Sorry, dafür kommen wir vielleicht auf. Dafür gibt es einen Gutschein für einen Waschsalon. Für einmal Wäsche waschen. Nee, da, das sind dann 485. Nee, das kommt nicht hin. Wenn ich das wegmache, sind 60, sind 495. Ich komme nicht über die 495 Punkte hinaus. Ja doch, da hatte ich schon mal 505, aber wie ich das geschafft habe, keine Ahnung. Nee, das ergibt... Ist das... Nee? Ach doch, so habe ich das geschafft, dann habe ich es verkauft, dann hatte ich 505. Das ergibt Sinn. Super solider Support, Hype Train abgeschlossen, Stufe 3, 58%. Dankeschön, Leute, dankeschön für den Hype Train. Während ich ja versucht habe, Felsbrocken einzureißen, schaffen das. 520 Punkte sollte doch machbar sein. Im Moment kommst du nicht richtig über die Runden, ja. Wisst ihr, ich sag doch immer, ich habe den Orientierungssinn von einem Kieselstein, aber mit so großen Felsbrocken komme ich dann doch nicht klar. Hm. Bei den neuen Abo-Preisen muss man schon steinreich sein, ja. Aber zumindest wurde nur das Stufe 1 Abo erhöht. Waschsalon wäre doch auch was für Terrascape. Wenn man ein Haus mit Fluss und Sache X kombiniert, bekommt man einen Waschplatz. Ja, wenn das irgendwann mal im Spiel sein sollte, wissen wir, sie haben es von hier. Oh, das ist ja echt ein süßer Emote. Das ist ja echt niedlich. Aber ich muss sagen, ja, es gibt schon cute Emotes. Tut, tut. Okay, Leute, aber hier unten, das mache ich doch richtig, oder? Das hier unten ist doch nicht das Problem. Aber das hier oben ist ein Problem. Aber ich seh das Problem nicht. Ja, aber es ist halt trotzdem, es wurde gesenkt und dann hat man sich an diese Preise gewöhnt und dann wurden sie wieder erhöht und dann sind es halt jetzt trotzdem neue Preise. Weil die waren doch eine ganze Weile lang bei 3,99, oder? Ich bin der Meinung, das war eine ganze, ganze Weile. Nicht das hier? Hä, habe ich das vorhin nicht gemacht? Guck mal, 85. Bin ich dann 75? Da 85. Da 85, 95, 95. Hä? Ach Leute, es ist die Hitze, es ist die Uhrzeit. Die Maus hat gewackelt, die Tastatur hat nicht mehr funktioniert. Das war doch so easy. Da klickt sie einfach mal drauf los. Nee, ich habe gesehen, dass da halt so ein... Ne, die waren halt rund. Und da waren so ein Stein in der Mitte. Und das habe ich jetzt gesehen. Das wurde doch jetzt reingepatcht. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das die letzten drei Versuche auch so war. Das wurde doch jetzt reingepatcht. Gut, wir haben Gold. Zehn Versuche. Für diesen einen Felsen. Den einen Felsen, den ich da wegmachen musste. Meine Güter. Borg, Platz und bleib. Es wäre doppelt lustig, wenn wir jetzt wüssten, ob es im Entwicklerteam einen Hund namens Borg gab und die dann immer gesagt haben, Borg, Platz und bleib. Okay, wir haben eine Kapelle.
Brunnen, Langhaus, Hütten und... Ja, Kapelle natürlich. Also, Brunnen und Langhaus brauchen wir dafür. Das heißt, erstmal Langhaus. Und da kann ich Blocker entfernen. Nehmen wir mal an, dass ich die drei wegmachen muss. So. Es gibt bestimmt einen Hund mit dem Namen Heizung. Das wäre schon lustig. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hä, was war denn das jetzt? Achso, Blaupause. Ah, man kann Blaupausen platzieren. Okay. Ah, und dann weiß ich, wenn ich das... Manchmal muss man nur versehentlich eine Taste drücken und dann kriegt man eine neue Funktion. Mein Bruder hat sein Kaninchen Meerschweinchen genannt. Darf ich fragen, wie alt dein Bruder da war? Sitzheizung. Auf das wäre ich jetzt nicht gekommen. Oh mein Gott, ey. Ich weiß halt gar nicht, was ich bei Tieren lustiger finde, wenn die halt so... Könnt ihr mich mal bitte nicht so anknurren? Dankeschön. Wenn die so ulkige Namen haben wie Heizung oder so Menschennamen. Stell dich mal vor, ihr hättet einen Hund namens Heinz oder so. Oder Peter. Unfassbar witzig. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Gibt es Minuspunkte? Anscheinend gibt es überall Minuspunkte oder gar keine Punkte. Hm. Also ich nehme an, dass die Kapelle dahin muss. Kann ich jetzt hier... Ist das... Nee, das ist eins zu viel. So. So. Hast du mit den Sachen unten links schon probiert? Die hier? Ja. Die habe ich schon mal alle gedrückt. Kann ich Minuspunkte kriegen? Oh, es gibt Minuspunkte. Okay, dann sollte ich das nicht machen. Ansonsten... Wenn ich jetzt... das so mache... Lasst mich erstmal kurz testen. Es wird sowieso schief gehen, aber ich will mal gucken. Das funktioniert nicht. Da gibt es Minuspunkte. Hm. Nee, ich glaube, meine Strategie funktioniert nicht. Schon wieder. Hallo. Da passend zum Raid. Nies, Hallöchen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? Terrascape. Wie gefällt's euch bis jetzt? Seid ihr vorangekommen? Spielt ihr auch das Tutorial oder habt ihr einfach so einfach ins Game gestartet? Der Raid war wohl der Grund des Lags. Ah, hm. Mittlerweile glaube ich, da gibt's gar keine Gründe mehr. Wenn ich das Dice platziere. Ich gucke erstmal, wie weit ich komme, wenn ich jetzt einfach so random Sachen platziere. Ja, das hinten, also da gibt es ja gar keinen Sinn. 20, 15. Wenn ich das da einpacke. Ja, kann ich hier die Dinger kann ich ja nicht wegmachen. Hm. Platz 1 der Weekly Leaderboards von Terrascape. Oha! Crazy, wie lange hast du schon gespielt, Nies? Ja, nee, also das funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht so mit den Punkten. Aber ich gucke einfach mal, was draus wird. Da gibt es immer 20 Punkte. Ich
kann ja die Ressourcen entfernen, aber ich kann ja da nichts platzieren. Nochmal 10 Punkte. Wie viele Hütten habe ich denn noch? Wenn ich jetzt einfach hier... 280, nee, das wird nichts. Nee, das muss ich anders machen. Lange. Wenn ich das so mache, meint ihr, das bringt mir irgendwas? Und da noch. Und dann da. Ich glaube, mir fehlen noch ein paar Punkte. Ja, so ein paar fehlen noch. Okay, 800 brauche ich mindestens. Gut, nochmal. Hier ist ja die gesamte Terrascape-Prominenz versammelt. Und dann schaut ihr mir beim Tutorial zu, ich, die das Spiel gerade das erste Mal spielt. Aber gar keinen Druck oder so, ne? Gar keinen Druck. Nee, warte, ich, das wollte ich... Doch, da wollte ich es hin platzieren. Das heißt... Da. Okay. Hä, ich kann die doch wegmachen? Okay, können wir einfach so tun, als hätte ich das schon gewusst. Aber da sind Steine. Jetzt ist halt die Frage, eher die Steine behalten und die Dinger wegmachen? Oder... Wenn ich jetzt hier... 30... 30... Moment, hat die... Nee. Ich wollte gerade sagen, hat die Kapelle Einfluss darauf, aber hat sie nicht. So. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein Langhaus. Dann kann ich hier theoretisch noch eins... Kann ich den auch entfernen, oder? Da gibt es 40 Punkte. Das muss ja nur quasi das Langhaus streifen. Dafür gibt es sogar Punkte. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Dafür gibt es Punkte und ich habe das vorhin weggemacht. Wahrscheinlich saßt ihr dann einfach vor dem PC und dachtet euch so, oh mein Gott, ey, macht doch nicht die Steine weg, die geben extra Punkte. Und ich so, ach, Steinchen, einfach wegmachen. So, 15. Dann vielleicht... Ach, guck mal da, 35. Ah, das ist eine Klippe. Zählt das als Klippe? Ich würde sagen, ja, oder? Ich glaube, das zählt als Klippe. Dann vielleicht nicht. Ich bin auch noch Anfänger mit meinen 10 Stunden. Ah, ich habe schon ein bisschen Angst, in der Sucht zu verfallen. Vielleicht hattest du auch eine tiefere Strategie dahinter. Ich könnte jetzt lügen und sagen ja, aber mein einziger Gedanke war, oh, da ist ein Stein im Weg, ich mach den mal weg. Habe ich mehr Platz. Also falls ich eine Strategie hatte, dann habe ich die selber nicht gecheckt. Und dann kann ich jetzt theoretisch ja hier einen Brunnen hin platzieren. Und vom Steinweg ist der Stein weg. Okay. Also das hier ist keine Klippe. Das muss ich mir merken. Dann hätte ich das jetzt ein bisschen anders gebaut. Ob das besser gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt einfach mal hiermit. So. Mir ist es schon zu spät mit der Sucht. Ich liege schon im Bett, wäge aber noch ab, ob ich nochmal den PC anwerfe und noch ein paar Runden mache. Wenn man um 4 aufsteht, kann man auch mal nur 4 Stunden schlafen. Oh, weil ich nur 4 Stunden Schlaf hätte, ne? Nein. Also Respekt an jeden, der das kann. Aber ich kann das leider nicht. Ansonsten würde ich wahrscheinlich auch die halbe Nacht durchspielen. Kann ich ja theoretisch. Ich wollte ja da einen Brunnen platzieren. Aber wenn ich jetzt... Es muss es ja nur streifen, oder? Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein... Nee, das ist auch doof. Nee, das bringt mir nichts.
Schon wieder klippt mir Judge die Klappen. Die Klappen verklippen dich. Die Klippen verfolgen dich. Die Klappen verklippen dich, ey. In meinem Deutsch ist auch einfach vorbei. Oh, es ist schon fast um 11? Halleluja. Wie die Zeit vergeht. Ich habe dafür diese Nacht 12 geschlafen. Sein Schlafstundenkonto wäre praktisch. Oh mein Gott, ja. Dass man einfach so Schlaf vorschlafen kann, quasi. Ich probiere es einfach mal. Ich will einfach mal gucken, was passiert. So. Guck mal, da hätte ich dann 70. Platziere das mal da. Da hätte ich 40. Bin ich jetzt? Nee. Ich kann das zwar entfernen. Wenn ich das jetzt wegmache. Ich glaube nicht, dass das was wird. Dann nochmal 55 Punkte. Und da nochmal 55. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Ah, guck mal, es hat funktioniert. Cool, cool. Achso, ich habe noch 3 davon. Ja, die verkaufe ich jetzt alle. 910 von 850. Nice. Mir juckt es in den Fingern, jetzt wünsche ich mir ein Stream Deck, obwohl dann würde ich es wahrscheinlich auch auf Arbeit zocken. Steam Deck vor allem. Wäre dann nicht aber, also ich weiß nicht, ob das halt technisch genau dasselbe ist, aber dieses ROG-Dingens, was halt auch so ein Handheld ist, wo man aber Windows drauf hat, wäre das dann nicht auch eine Alternative? Weil bei dem Ding juckt es mir so ein bisschen in den Fingern. Weil ich halt auch nicht immer Lust habe, am PC zu sitzen und dann einfach auf so einem Dingens dann auch Spiele von Steam, von Epic, von überall quasi spielen. Dann könnte ich Sims spielen mit Controller quasi. Wie cool wäre das denn? Aber ich weiß halt nicht, ob das halt alles ja, funktioniert mit Controller. Aber dadurch, dass es jetzt fast um 11 ist, würde ich jetzt tatsächlich schon Feierabend machen. Kann aber nicht speichern. Jetzt habe ich halt die Sorge, dass wenn ich jetzt ins Hauptmenü zurückgehe, dass ich jetzt mit Hand aufs Erz nicht weitermachen kann. Also die Namen hier, die sind halt 10 von 10. Aber ich kann halt nicht speichern. Wir gucken einfach mal, oder? Wenn ich jetzt ins Hauptmenü zurückgehe. Und dann Einzelspieler, Puzzle Terrace. Ah, okay, gut. Ja, weil wir haben noch ein paar vor uns und die schaffe ich heute nicht. Hey, guck mal, wie gut ich das hingekriegt habe, außer das hier. Aber das machen wir dann irgendwann nochmal. Aber die Hälfte haben wir schon gut geschafft. Ja, die machen wir beim nächsten Mal weiter. Nies, du wurdest... Nee, nicht übertroffen, aber zumindest Gleichstand. Terrascape läuft schon sehr gut auf dem Steam Deck, aber ein paar Kleinigkeiten müssen noch, bevor wir die Vollvalidierung bekommen. Ein Banner solltest du dir noch basteln. Wo bastel ich mir ein Banner? Hier oben wahrscheinlich, oder? Ich habe keinen Titel. Kann ich mir den selber geben? Nee. Wolkenjäger. Was habe ich denn freigeschaltet? Nee, habe ich keinen. Okay. Banner. So. Form. Oh mein Gott, jetzt geht es darum, Entscheidungen zu treffen, Leute. Das kann ich ja super. Das ist ja einfach... Habe ich die alle freigeschaltet? Oha, guck mal, die habe ich alle freigeschaltet. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Männchen. Füßen. Das passt zu Uncharted, was wir gestern gespielt haben. Ich glaube, ich nehme das da. Muster. Eieiei. Okay. Okay. Was mit dem Kreis gefällt mir schon ganz gut. Ich glaube, ich nehme erstmal den Kreis. So, und dann kann ich... Ah! Okay. Okay. Ich nehme, glaube, ganz klassisch pink. Und dann hier... mit weiß.
Mein Emblem. Gibt's eine Flamme? Ich brauche eine Flamme. Nee, es gibt keine Flamme und ich habe auch keine freigeschaltet. Wobei, das hier könnte man eigentlich so lassen für das A quasi. Da fehlt dann halt nur noch dieser Strich in der Mitte. Aber das A wie Anria würde eigentlich ganz gut passen. Dann einfach in Weiß, damit man es nicht sieht. Und das dann vielleicht so dunkel, damit sich das ein bisschen abhebt. Die Bordüre. Gott, so viele Entscheidungen. Aber es geht halt alles über das Kreis, vor allem über den Kreis drüber. Das ist halt ein bisschen doof. Oder ich nehme ein anderes Muster. Vielleicht so? Dreiecke mag ich auch. Verlauf, nee. Weil das ist auch hübsch. Ah, okay. Okay. Hm. Stepa, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Danke, dass du dabei gewesen bist. Kann man das... Moment, kann man das Emblem verschieben? Nee, ne? Nee. Hm. Wobei, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich hätte entweder den Kreis oder das genommen, aber ich glaube, jetzt nehme ich das. Dann kann ich nämlich auch eine Bordüre nehmen, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Jetzt ist aber halt die Frage, was nehme ich für eine Bordüre? Gibt's Kreise? Hm. Aber ich finde es richtig nice, dass es unterschiedliche Farbtöne sind, dass ich theoretisch alles rosa machen könnte und es würde trotzdem sichtbar sein, dass halt irgendwas da ist. Ich glaube, ich mag das. Verzierung. Hm. Nee, Verzierung habe ich noch keine freigeschaltet, die mir gefällt. Da ist ein Kreis, die muss ich freischalten. Ich glaube, das ist jetzt mein Logo, also mein Emblem. Jetzt muss ich nur noch irgendwann den Titel freischalten, aber ich denke mal, das kommt noch. Bis jetzt habe ich halt einfach keinen Titel. Ich bin halt einfach Anria. Ende. Okay, nice. Nice, nice, nice. So. Ja, das war's für heute mit Terrascape und ich kann euch sagen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Terrascape gespielt haben. Allein, weil wir halt einfach... Wir haben noch nicht mal das Tutorial fertig. Aber das kommt noch.